Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich stehe hier an der Weser. Ich mache gerade Nordic Walking, also ich gehe gerade spazieren. Habe schon 3 Kilometer ungefähr, oder 2, irgendwas. Und ja, es ist nicht arschkalt, aber es ist schon kühl. 3 Grad haben wir es, aber es geht eigentlich. Ich glaube, das wäre doch kühler hier an der Weser am Wasser, aber es geht einigermaßen. Genau, jetzt gehe ich mal weiter und melde mich nachher nochmal. So, mein Gott, wie sehe ich wieder aus? Pickleface. Naja, was soll man machen, ne? Ja, das war jetzt ein Tag, zumindest habe ich heute Morgen euch ja gezeigt. Heute Morgen, es war 1 Uhr. Ja, dass ich gewalkt bin oder neue Walking gemacht habe. Und genau. Und ich habe ja gesagt, dass es gar nicht so kalt ist, ne? Ja, das war dann noch ganz in Ordnung, ne? Aber eine halbe Stunde, Stunde später war es dann sehr regnerisch, hat nicht gegossen, es hat geregnet. Und genau an der Weser, also am Wasser, war es sehr, sehr unangenehm. Also es war sehr schweinekalt. Und das Wasser, also das Wasser, der Regen kam da genau ins Gesicht. Gut, da habe ich 2 Kilometer nicht gemacht. Also ich habe insgesamt 8 Kilometer bin ich gegangen in einer sehr guten Zeit, 1 Stunde 33. 6 Kilometer. Gut, es fehlten noch 4 Kilometer, wären es 10. Und deswegen, genau, aber genau. Ich werde jetzt weiter so machen, aber ich werde es wieder so machen, dass ich jeden zweiten Tag es mache. Also morgen werde ich wieder vorm Fernseher irgendwas turnen. Und sonst werde ich am Mittwoch, glaube ich, laut Wetterbericht soll es schneien. Also Tiefstemperatur minus 3 Grad und Höchsttemperatur 0. Na toll. Ja, was soll man machen, ne? Aber trotzdem werde ich dann am Mittwoch dann auch 10 Kilometer walken oder Nordic Walking machen. Dann aber um den Block 15, 16 Mal. Das ist dann einfacher, wirklich. ja. Weil dann habe ich wenigstens noch, ich weiß nicht, das ist irgendwie so angenehmer dann. Ich weiß auch nicht wieso. Keine Ahnung. Gut, dann habe ich ja den Auftrag bekommen von einer ganz netten Abonnentin. Ich weiß den Namen jetzt nicht. Dass ich denen meine Lieblings-Instagrammer vorstelle. Facebooker habe ich nicht. Also Lieblings-Facebooker, wie das heißt. Nee. Instagram habe ich schon. Dann soll ich noch jemanden grüßen. Eigentlich 2 Leute. Aber mir ist nur der eine eingefallen. Und das ist einmal der Sascha. Sascha. Der abonniert, habe ich auch abonniert auch bei YouTube. Und den anderen, die andere Person, habe ich leider vergessen, jetzt, wenn ich ihn grüßen soll. Am besten ist es so, wenn ihr gegrüßt werden sollt, möchtet, dann am besten, wie gesagt, Nachricht oder Kommentar. Und einmal im Monat werde ich das immer machen, am Ende des Monats am besten, dass ich mir alles aufschreibe, die gegrüßt werden wollen, weil sonst einfach so im Video ist ja auch nett, nur ich meine, vergesse ich es einfach und dann sind sie sauer, dass ich nicht gegrüßt habe. Also Sascha ist jetzt der Letzte, den ich jetzt so offiziell so grüße, hallo, gegrüßt
Die restlichen werde ich jetzt am Ende des Monats grüßen und wie gesagt aufschreiben. Genau. Aber fangen wir manchmal an. So, gehe ich mal auf meine ganzen Abonnenten, die ich abonniert habe. Fangen wir oben an. Madame Pauline. Pauli. Ach nee. Madame Pauli. Ja, tut mir leid. Ja, die schaue ich, habe ich jetzt noch nicht so lange abonniert. Ist auch ganz weit oben wahrscheinlich, deswegen. Ja, so Beauty. Und ja, Beauty meistens, ja. Genau. Dann habe ich Isabelle Steele. Die habe ich auch bei YouTube. Sie macht Videos. Also klar, wie macht man sonst YouTube? Oh, blöd. Nein, sie singt wunderschön. Und ist auch eine Schauspielerin von Emmerdale. Und deswegen habe ich sie abonniert, ja. Dann Ariana Barbary. Das ist die Dame von Herrengedeck, der Podcast. Ich finde das so toll. Und ich freue mich auch wieder, wenn es wiederkommt. Zurzeit sind ja alle Podcasts, die ich verfolge, im Urlaub. Das ist auch in Ordnung, das haben sie auch verdient. Aber sie schaue ich mir auch sehr, sehr gerne an. Sehr witzig, sehr humorvoll, auf jeden Fall. Dann habe ich Chloe Jackson, die Dame, die, wo ich kein Wort verstehe. Und Leute, ne? Ich poste jetzt nicht allzu viel. Die hat, ich weiß nicht, wie lange sie schon YouTube, Instagram macht, 10,2 tausend, was auch immer, Beiträge und hat aber nur 800, also fast 900 Abonnenten und sie täglich postet sie mindestens, also sagen wir heute, heute ist Montag, der 7. Januar, angefangen, what the fuck, das ist nicht dein Ernst. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Bilder an einem Tag. 12 Bilder heute. Am 7. Januar hat die 12 Bilder gepostet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hammer! 12 Bilder an einem Tag. Und nicht so wie andere zeitversetzt, sondern vielleicht 3 Stück auf einmal. Das ist so krass, aber trotzdem schaue ich hier sie, also schaue ich die Bilder trotzdem sehr gerne an, aber trotzdem achte die Gesein, ne? Krass. Dann natürlich meine absolute Lieblingsserie, auch wenn ich sie nicht verstehe. Emmerdale habe ich abonniert. Dann habe ich auch viele Schauspieler von Emmerdale abonniert. Einmal, ja, Ash Palmisicano. Entschuldigung. Dann habe ich auch hier abonniert und sie habe ich auch noch abonniert, das ist auch krass. Ja, Sarah Jane YouTube. Ja, ich finde die ja toll mit ihren Kindern. Die ist ja nicht so streng wie andere YouTuber-Familien. Wo sie denken, oh, ich weiß nicht, es gibt YouTube-Familien. Ich will jetzt niemanden nennen, weil möchte ich einfach nicht. Es gibt, wie gesagt, YouTube-Familien, wo ich denke, boah, sind das eine strenge Eltern, ne? Mutter, Vater, wie gesagt, ne? Und lass das Kind doch einfach mal machen, ne? So denke ich bei manchen. Aber ja, bei ihr ist es halt so, sie ist nicht so streng wie andere. Und das finde ich toll. Dann habe ich hier einmal Isabelle YouTube. Ja, wie gesagt, auch eine YouTuberin. Ab und zu schaue ich mir sie an. Außer die Insta, hier diese Stories, Insta-Stories. Bei manchen, die habe ich abonniert, aber ich möchte die Insta-Stories nicht sehen, weil wirklich noch Punkte da sind, weil sie so viel hochgeladen haben. Das nervt manchmal und deswegen habe ich sie abonniert, aber die Stories ausgemacht. Ja. Dann habe ich hier Sidley. Es ist ja Once Upon a Smile. Ja, ist ja schon gut. Tim. Da habe ich so, ja. Tim, wie heißt er? Also so heißt er. Der ist, hat einen Magenschlauch, also Schlauchmagen, so. Und redet darüber und auch halt auch andere Sachen. Auch ganz toll. Dann was, irgendwas Wichtiges, was ich noch habe, was nicht jeder hat. Naja. Peter 2 habe ich und Peter
Anton Peter habe ich nicht abonniert, aber Peter 2 habe ich abonniert. Was ich da ganz toll finde, sind halt, die zeigen auch Sachen, um vegan zu werden oder zumindest auf Fleisch zu verzichten, aber sind nicht so schlimm wie Peter. Die zeigen nicht diese schlimmen Videos, sondern klären so auf mit Schrift, und das ist manchmal gar nicht so schlecht. Und informieren auch beispielsweise Pflanzenmilch oder halt auch Eier, das was Veganer nicht essen, oder Fleisch halt auch, und ja, Alternativen zeigen sie auf. Ich finde das sehr, sehr toll. Le Floyd habe ich natürlich auch. Laura Larsson Berlin. Das ist halt die andere Variante von Herrengedeckt. Das ist genau, auch eine ganz tolle Person. Dann Nicole Jäger. Ja, da streiten sich ja die Geister, ne? Viele finden, sie hat das gespielt. Und zumindest, sie war gar nicht 340 Kilo, hat sie nie gewogen. Ich glaube, so war das. Und manche glauben ihr. Ich weiß es nicht, ja? Weil es gibt nie kein einziges Bild, wo sie wirklich so übergewichtig war. Also wo sie 340 Kilo gewogen hat. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass so viel man einen Mensch wiegen kann, aber kann es wahrscheinlich. Und ja, also ich glaube ihr das schon irgendwie, aber ich habe ja auch beide Bücher mir angehört und angelegt. Also das erste Buch habe ich Fettlöserin, weiß ich nicht mehr ganz genau, habe ich durchgelesen, und das andere, das zweite Buch, das letztes Jahr rausgekommen ist, habe ich nur Audio gehört. Ja, das erste war besser. Genau. Dann habe ich natürlich Marcel Scorpion. Eigentlich nur, weil er aus Hameln kommt, ja, ist halt so. Dann Hannover 96. Ja, dann habe ich meine YouTube-Managerin natürlich auch abonniert. Elena. Was noch? Van Hensis, ja. Tanzverbot, Dani Miller, natürlich. Excel 95, Randsport. Ja, was noch? Hier, das finde ich auch ganz, ganz toll. Und zwar zwei, die reisen. Das sind zwei Menschen. Klar, zwei, die reisen. Oh, Mensch, Becker. Auf jeden Fall, die reisen, wie gesagt, um die ganze Welt ständig. Und ja, und ganz verschiedene. Zuletzt waren sie, glaube ich, in Bali. Und jetzt sind sie in München. Ja, es hat in München sehr viel geschneit, haben sie sehr, sehr schöne Fotos gemacht. Also wirklich, sie haben 38.300 Abonnenten, und das haben sie echt verdient. Wirklich sehr, sehr tolle Bilder. Schaut da mal gerne mal rein. Ihr findet die ja auf meinem Instagram-Account. Genau. Dann habe ich natürlich Vegan ist ungesund, natürlich. Dann habe ich eine Instagrammerin, Eisel, Minzi Eisel, eine sehr lustige Frau, die macht sehr viel mit Comedy, und ja, hat auch zwei Kinder, eine sehr junge Tochter, die ist ein paar Monate alt, und halt einen älteren Sohn, der gerade zur Schule geht, und ja, auch eine sehr witzige Frau. Viele kennen sie wahrscheinlich auch, weil ich hatte auch einmal 35.000 Abonnenten. Was heißt das, Abonnenten? Wie heißt denn das auf? Ja, ist doch Abonnenten, ne? Auf YouTube, im Instagram. Ja, war es auch eine ganz, ganz tolle Instagrammerin. Dann habe ich irgendwas Wichtiges, was ich noch. Daniel Gillings, das ist halt der Mitgründer von der Organisation. Tja, Wunschkind 2018. Habe ich auch abonniert, sie seit längerer Zeit. Er versucht, sie ein Kind zu bekommen. Und manchmal, ja, irgendwann mal klappt das. Wirklich. Ich hoffe. Ich bete nicht, aber ich hoffe auf jeden Fall, dass es auch irgendwann mal klappt. Man darf die Hoffnung halt nie aufgeben. Von daher, es wird schon. Sonst habe ich viel mit Emma Dell halt, ne? Die YouTube-Familie habe ich, Wicker Will natürlich. Ach ja, da muss ich noch was erzählen. Und zwar denken jetzt einige, dass ich sauer bin auf Wicker Wille. Nein, wieso soll ich denn sauer sein? Nein, nein, nein. Nur weil er
ja, das Video hochgeladen hat. Und es sind halt Kommentare darunter, die nicht so nett waren. Ich habe ihn, ja, das ist nicht schlimm. Ja, das ist passiert. Und ja, deswegen bin ich aber nicht sauer. Warum soll ich sauer sein? Das ist doch nicht seine Schuld. Also, dann, was auch wichtig ist. Kann ich auch die abonnieren? Ja, Mama müde, Pipi kalt habe ich noch abonniert, aber nur Fotos, Insta-Stories sind auch wieder zu lang. Genau, was noch irgendwas? Ella, auch eine YouTuberin, die mal YouTube gemacht hat und jetzt, und immer noch, also zumindest, ich habe sie abonniert, aber zurzeit kommen keine Videos, das macht ja nichts. Dann habe ich Steffi. 1, 2, 3, 4, 5. So heißt sie. Sie ist auch absoluter Emma Dell-Fan. Sie kann Englisch. Und sie ist aber die einzige Deutsche, die ich kenne. Die, ja, der kann ich, könnte ich mich austauschen auf Deutsch. Das finde ich ganz. Also, habe ich aber schon einmal. Aber nicht auf Instagram, sondern auf Twitter. Aber Twitter, das schaue ich eigentlich nur wegen Emma Dell. Sonst ist Twitter eigentlich nicht so wichtig für mich. Habe ich noch irgendwas? Ja, natürlich. Niki, ne? YouTube. Genau. Dann habe ich Biancas Fokus. Habe ich auch schon erzählt. Ja, noch irgendwas? Hier, Jenna Lavonda habe ich hier abonniert. Ja, das war's. Und Radioaktiv, das ist hier der Hamelner Radiosender. Ist ganz in Ordnung, ein bisschen langweilig. Die Nachrichten sind zumindest todlangweilig, weil vieles aus dieser Region ist, ne? Und das finde ich ein bisschen langweilig. Genau. Jetzt habe ich den letzten Wunsch der letzten Frage beantwortet. So, mein Gott, jetzt höre ich auf zu quatschen. Und wünsche euch einen wunderschönen Abend. Bis zum nächsten Video, Lieben. Tschüssi!